Man drückt einen Heftzweck in ein Brett hinein, indem man auf ihn eine Kraft von 200 Newton ausübt. Welcher ist der von der Spitze auf das Brett ausgeübte Druck, wenn dieser einen Radius von 0,2 mm hat? Die Angaben sind die folgenden. Die Kraft beträgt 200 Newton, der Radius beträgt 0,2 mm, das heißt 0,002 Meter. Gefragt wird der Druck, den diese Spitze auf das Brett ausübt, und diesen Druck drücken wir in Pascal aus. Um den herauszufinden, nutzen wir die Formel Druck gleich Kraft geteilt durch Flächeninhalt. Und da man von der Spitze den Radius angibt, nimmt man an, dass diese Spitze ein Kreis ist und der Flächeninhalt von einem Kreis, der wird berechnet durch Pi mal Radius im Quadrat. Und so finden wir als Druck 1.591.549.431 Pascal. Und wenn eine Zahl so viele Ziffern enthält, dann ziehen die Wissenschaftler es vor, diese Zahl in diese Form zu schreiben. Zuerst haben wir eine Zahl, die nur eine Ziffer links vom Komma hat. Das heißt, diese Zahl hat nur eine Einerziffer, keine Zehnerziffer, keine Hunderterziffer und so weiter. Hinter dem Komma steht alles andere. Und diese Zahl wird dann gefolgt von einer Potenz von 10, deren Exponent wie folgt festgelegt wird. In dieser Zahl steht eigentlich das Komma rechts von der 1. Jetzt versetzen wir das Komma um 9 Stellen. Zählen wir nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das Komma wurde um 9 Stellen versetzt, um sich da zu befinden. Deshalb ist der Exponent von der 10 diese 9. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, der Druck beträgt 1,59 mal 10 hoch 9 Pascal.